Sommer fährt. Er hat Allergie. Er hat fucking 100 Hackigs Nasenlümpli-Päckchen gekauft. Ja, der erste Ding, gell? Mega. Für irgendwie 10 Stutz. Ja, jetzt übertreib nicht. Hey guys! Wir haben unseren ersten Vlog aufgenommen. Und wir haben jetzt gerade vorhin gemerkt beim Schneiden, dass wir noch gar kein Intro haben gemacht. Und ja, wir waren 5 Tage in Lugano und haben eigentlich mehr oder weniger alles wollen filmen. Und wir haben jetzt das zusammengeschnitten für euch und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spass! Wir sind auf dem Weg in die Ferien. Okay, jetzt her. Jetzt sind sie. Auf Lugano geht's. Hey, Lugano. Back, sie ready. Lugano oder Lugano? Lugano. 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 Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind im Flughafen, ich wollte sagen. Und wir freuen uns, sind verrückt. Wir sind auch ein bisschen verstrubbelt. Aber ja, ist gut. Wir sind die später dran als eigentlich. 2 Stunden genau. Als wir eigentlich wollen, wo wir gestern noch eine Geburtstagsparty von Veggie Bunny und meiner Schwester. Aber jetzt geht's los. Geht's geschafft! Das ist der neue Style. Brauche, wenn man sie nicht anlegt, kann ich sie da jetzt in den reinwippen. Wie findet ihr das? Schreibt das mal unten in die Comments. Sie sagt, es ist blöd. Aber ich denke, es ist echt kreativ und echt cool. Hallo, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind endlich angekommen in Lugano. Wir sind jetzt 3 Stunden im Zug, oder? Ja. Wir sind um 9 Uhr losgereist. Jetzt ist es 12 Uhr hier. Und ja, es ist schönen Mittag, es ist mega schönes Wetter. Mega, es ist mega warm. Und jetzt gehen wir runter an den See. Ich kann ein ruhiges Plätzchen suchen, wo wir noch ein bisschen durchschnaufen können. Und dann gehen wir halt ins Hotel unsere Taschen bringen. Dann geht's ab! Ja, dann gehen wir noch ein bisschen in die Stadt, würde ich sagen, ein bisschen erkunden und so. Ja. Schauen, was es so hat. Vielleicht ein Reste suchen, das wir dann unter der Woche mal können essen können. Oh ja, wir nehmen euch natürlich mit. Bis gleich. Peace! Hallo guys, wir sind back. Wir waren jetzt im Hotel. Wir haben eingecheckt, ich habe schnell einen Powernap gemacht und wir haben schnell gechillt und parat gemacht. Jetzt sind wir ready. Jetzt gehen wir in die Stadt, gell? Jawohl, wir sind schnell umgezogen. Ein bisschen Tapetenwechsel gemacht. Tapetenwechsel? Ja, wir haben vorhin auf dem Weg zum Hotel her. Haben wir gesehen, jetzt so ein Merit. Jetzt hoffen wir, dass der noch im Gange ist. Und ist jetzt gleich schon fast 4:30 fast. Und wir hoffen, es hat dort etwas. Vielleicht kaufen wir etwas. Wir sollten eigentlich Sonnenbrille haben. Ja! Und dann gehen wir am Abend auch noch essen. Wir haben uns jetzt gleich entschieden, dass wir auch heute schon essen wollen. Weil es sieht echt gemütlich aus, die Stadt und so. Und ja.
Machst du noch? Ich bin mega tot. Anstrengender Tag war, hä? Mega viel gelaufen sind. Wie viele Schritte haben wir gemacht? 23'000 Schritte haben wir gemacht. Ja, nicht schlecht. Ja, jetzt sind wir mega müde. So, jetzt sind wir dann beim Hotel. Und dann machen wir auch einen schönen Abend. Ja, wenn wir uns nicht Kusch und Klamotten werfen. Dann geht es ab ins Bett. So. Hallo zusammen. Es ist Day 2. Wir gehen jetzt einkaufen. Wir haben geschlafen, etwas länger als erwartet. Es war etwas hart ins Bett, aber es ist okay. Jetzt gehen wir Snacks einkaufen und dann gehen wir ab in den Zoo. Ja, es ist wieder ein schöner Tag. Es ist wieder blauer Himmel. Wir müssen jetzt schauen, was wir einkaufen wollen, was für Snacks und Sandwich und Sachen, dass wir durch den ganzen Tag durchkommen. Dann müssen wir schauen, wie wir am Bahnhof kommen. Ich glaube, wir wollen nicht laufen, oder? Nein. Nein, wir laufen, glaube ich, nicht. Noch weit rauf. Ja, es geht eben noch ein Stück rauf. Die Sonne ist ja schon rum. Da brennt eine schöne Recke rein. Jetzt brauche ich Nasentücher. Sie haben aber nur so einen Riesenpack. Jetzt muss ich auch zwei nehmen. Egal. Das ist echt mühsam. Was hast du für einen Struggle? Ist das eine Allergie oder so? Der Sommerfahrt, er hat Allergie. Er hat fucking 100 Packings Nasalümpli-Päckchen gekauft. Ja, der erste Ding, gell? Mega. Für irgendwie 10 Stutz. Ja, jetzt übertreib nicht. 3 Franken. In Magliaso, oder? Magliaso heisst es. Mhm. Und voll. Wir sind mit dem Zug 20 Minuten gefahren von Lugano. Und jetzt gehen wir hier in den Zoo. Mal schauen, was der Zoo zu bieten hat. Und wir müssen jetzt noch 10 Minuten laufen. Und dann sind wir dort. Wie sieht der Tiger aus? Goldschwarz. Wie sieht er aus? Er ist so gelb. Und er hat einen schwarzen Punkt mit weiss drumherum. Schwarze Punkt mit weiss drumherum? Bist du sicher? Nein, ich habe keine Ahnung, wie ein Tiger aussieht. Hast du wie ein Tiger aussieht? Ich verwechsle es gerade ein bisschen durcheinander. Tiger ist schwarz mit orangen Streifen. Ah, ich weiss welchen! Mal nicht mehr. Es geht noch weiter, komm. Oh, wir sind angekommen. Davor ist der Eingang. Jetzt gehen wir Tickets holen und dann gehen wir rein. Was hat es alles? Es hat eine Wildsau, Cousine Vorfahren, aha. Papageien, Schildkrötli. Nein, das ist eben ein Leopard. Ja. Hast du noch mehr Schildkröte? Wo? Ah, ja. Kängurus. Dann haben wir den Picknickel hier. Und hier jetzt nochmal Schildkrötli, schwimmende und Löwen. Schau da, du hast Sperren. Das sind deine Vorfahren. Hey. Ich will im Köder wühlen. Hey, hallo.
So, wir sind jetzt drin im Zoo. Wir haben sogar noch Futter bekommen, das wir den Tieren geben können. Und das Lärm. Das ist noch cool. Das ist wirklich cool. Mal schauen, was es da für Tiere hat. Elli! Ah, du bist hier! Da bist du! So, fertig im Zoo. Es war ein wildes Erlebnis. Wie tust du den Zoo bewerten? Er war ein bisschen klein, aber ich war noch nie so nah an einem Tiger. Einem Löwe? Ich war noch nie so nah an einem Löwe. Ja, es ist... Er war etwa einen Meter entfernt und hat sogar gefaucht, einmal, gell? Ja, hat man gemeint, er greift uns an. Ja. Es ist ein bisschen drehen hier. Ja, es war gut. Er war recht klein, der Zoo. Mhm. Also viel kleiner als wir erwartet haben, es hat aber gleich relativ viele Tiere gehabt. Voll. Und jetzt gehen wir mal zurück auf Lugano. Dann gehen wir noch ein bisschen in die Stadt. Noch ein bisschen schlendern, etwa noch ein Gräb essen, gell? Ja, haben wir etwas knäpperlich kleines. Dann gehen wir zurück ins Hotel, ein bisschen das Zeug laden. Sieht, die Kamera hat doch fast keinen Akku mehr. Und ja. Geht gleich Nachtessen. Ja. Damn. Ja, wir gehen jetzt noch in die Pizzeria wahrscheinlich. Wir haben beide Lust auf Pizza. Wir sind einfach im Ausruhen nach unserem Tag im Zoo. Und ja. Ich hoffe, wir finden etwas in der Nähe. Jetzt die Springbrunne von Lugano. Also, wir haben hier ein Rest gefunden. Und wir sind also so vorbeigelaufen, so am Wasser entlang. Und dann ist er hat er uns so zurückgerufen. Er so, hey, hey, können wir essen hier? Hey. Also natürlich auf Italienisch, aber natürlich, weil wir so gut Italienisch können, haben wir es verstanden. Und er, ja, er hat mega Freude gehabt. Er hat uns mega davon überzeugt, dass wir jetzt hier essen. Er ist mega freundlich. Er hat mega Freude gehabt, deinem Pulli. Ja, mega. Schwein? Mhm. Bist du zufrieden? Was hast du? Pizza mit Pilzli und Ton und Zwiebeln. Ich hab immer fertig. So, wir übernachtet jetzt. Es war sehr fein, Pizza hatte. Mein Bändel ist am Arsch, aber es ist gut. Wir gehen jetzt heim. Es war mega fein. Der Kellner war geil sicher. Es war wirklich so ein lustiger Spassvogel, hat immer ein bisschen gewitzelt und so. Eigentlich noch ein Shoutout am Schluss von ihm, aber... Keine Zeit. Er hatte keine Zeit. Ja, wir haben morgen einen etwas anstrengenderen Tag vor uns. Darum gehen wir jetzt etwa ins Nest. Und, ja. Gemütlich. Voll. Noch ein bisschen Serien schauen. Keeping up with the Kardashians. Ein bisschen Kardashians schauen. Also, dann bis morgen. Wir nehmen euch wieder mit. Ciao, meine Leute. Peace.